Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Playtiger. Wir befinden uns heute auf der Map Turacher Höhe. Also das ist ein realistisches Skigebiet, also ein wirklich echtes. Und jetzt zeige ich euch das mal. Wir fangen erstmal an, was es gibt. Bisschen Plan gibt es, das ist der Originale. Finde ich etwas schade, dass er keinen eigenen noch eingefügt hat oder wenigstens Sachen rausgemacht, die es hier nicht gibt. Aber er hat aber die Original genommen, ist ein bisschen, kann man nicht wirklich erkennen, wie die Bahnen heißen und so weiter. Das finde ich sehr schade. Dann gibt es leider keine Hütten, die eingetragen sind, keine Lawinensicherung und ebenso keine Beschneiung. Das ist beides sehr schade und unrealistisch. Aber ja, fangen wir jetzt mit der Kornokbahn an. Also die Namen sind übrigens auch im Skigebiet exakt so. Genau, das ist auch eine normale UniG, die auch wirklich so steht. Also zwar andere Farben, aber hier gibt es halt nur die eine UniG, deswegen hat er die verbaut. Die Pisten sind eigentlich überall okay, auf der ganzen Map eigentlich, wenn wir ran lang fliegen. Hier, vielleicht hier etwas unnötig, aber vielleicht manche etwas unnötig, aber meistens sind es okay, vielleicht ein bisschen nah dran, aber auch hier passt ganz gut. Ja genau, dann geht man jetzt hier runter und dann kommt man schon zur nächsten Bahn. Können wir von oben jetzt anfangen, die Schafalmbahn ist eben so eine UniG in Realität. Natürlich auch sieht an der Stelle auch anders aus, aber trotzdem, ja. Die Stützen sind auch hier wieder absolut okay. Fliegen gerade mal hier runter und hier ist das drin. Und genau. Dann gehen wir mal zur nächsten. Das wäre der Engländerlift, wäre das. Da müssen wir mal hin. Der ist neben der Kornokbahn. Ist ein Tellerlift. Und wenn wir da einmal hinfliegen. Ich verliere extrem schnell die Orientierung, weil es ist etwas unübersichtlich hier. Ist eine relativ große Map, genau hier, der Engländerlift. Das ist auch tatsächlich so ein ganz normaler Tellerlift, der hier auch steht. Der auch in der Realität steht, da kann ich nicht viel, ja, ist alles gut hier. Vielleicht wird hier noch dieser Ausstieg und weiter, ein paar Schilder. Aber ansonsten die Bahn ziemlich gut, ja. Wenn wir schon da oben sind, können wir auch hier direkt weitermachen mit dem Übungswiesenlift. Der sieht auch in echt eigentlich so aus. Das ist ja hier in dem Spiel jetzt der Seitensprunglift. Bei Turacher Höhe hat, glaube ich, auch der Seitensprunglift seinen Ursprung, glaube ich. Etwas nah an Bäumen, das passt hier. Genau, dann geht es hier runter, was soll ich sagen, ne? Da oben fehlt, wie man die absperren soll. Hier ist der nächste Lift, das ist der Ottifantenlift. Das ist der Name. Ist natürlich auch in Realität so ein Tellerlift hier. Und der endet dann hier. Leider auch hier wieder ohne Schilder, genau. Dann ist da oben noch eigentlich so ein weiterer. Hier oben noch sieht so aus, so ein bisschen wie so ein Förderband. Aber wenn ich hier mal schaue, hier ist kein Förderband. Oder sehe ich hier ein Förderband? Also hier irgendwie ein Berg. Aber hier sehe ich jetzt echt keins. Also ich vermute mal, hat er nicht hingebaut. Ich weiß es nicht. Ja. Wir können auch dann direkt weitermachen mit dem Panorama-Lift. Der ist hier drüben. Sorry, Panoramabahn. Das ist ein Mix hier aus Gondeln und Sesseln. Also eine Kombibahn ganz einfach. Hier ist vielleicht ein bisschen zu viel Schnee, weil hier von den Gondeln einfach durch, aber gut. Was ich kritisieren muss, also erstmal schön die Farbe ist auch wirklich so in Realität. Was ich kritisieren muss, ist, dass er hier leider die normalen Sessel genommen hat und nicht die, die wirklich da sind. Er hat einfach das Safe Game nehmen müssen, wie es auf Zellerstal der Fall ist. Auf dem Map-Style-Style hätte er einfach das Safe-Game ändern müssen, dass er halt die Sessel der 4er CLF lang kann, weil sie sehen so in etwa so aus. Genau. Und dann geht das halt hier hoch, ein bisschen durch Schnee, geht hier halt da hoch. Finde ich ansonsten echt sehr schön, schöne Bahn. Dann geht es hier oben rein, ich weiß nicht, wieso die Stütze so hoch sein muss, damit ich gerade einfangen kann oder durch extra Stütze stehen muss. Hätte auch schade, hat dann den Ausgang vielleicht auch etwas schöner gestalten müssen, weil man steigt mal so auf so ein Brett oder so raus, ich weiß nicht. Wäre vielleicht etwas schöner, aber das passt trotzdem. Das hier drüben ist der Hüttenexpress. Ist auch ein Tellerlift in der Realität. Hier wurde auch wieder schön planiert, also präpariert die Piste hier runter, also hier, wo man lang fährt. Genau, da ist kein Zugang, kannst aber mitfahren, lol. Genau. Das war's auch schon wieder von der Seite hier. Gehen wir rüber auf die andere Seite. Zur Zirbenwaldbahn. Da müssen wir ganz hier rüber. Erstmal ganz kurz, hier ist normalerweise noch ein weiterer Lift. Da irgendwo der Parkplatz da ist noch der Maulwurflift. Keiner Maulwurf. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich vermute mal, es ist ein Lift, wo es eingetragen auf der Map, aber gut. Also jetzt gehen wir rüber zur Zirbenwaldbahn. Die ist etwas hier drüben irgendetwas im Wald drin irgendwo. Genau da. Das ist auch wieder eine UniG in Realität. Ist vielleicht ein bisschen zu weit in der Station drin. Aber ansonsten ist die Bahn auch wieder relativ gut geworden. Also habe ich nicht wirklich viel auszusetzen.
die Einfahrt hier passt soweit auch. Der Ausstieg auch. Auch wenn er vielleicht etwas steil ist, aber das passt trotzdem. Mir fehlt leider das Schild. Ja, in vielen Bahnen fehlt das Schild hier mit dem Zumachen und Aufmachen und so weiter zu bleiben. Ja, vielleicht wird es automatisch aufgeht im Spiel, aber naja. Gehen wir hier zu der nächsten Bahn. Das ist die Turachbahn. Die ist auch in UNEG in Realität. Leider fährt sie nicht ganz gerade hier ein. Man sieht ein bisschen schräg, geht ein bisschen runter, nicht ganz realistisch. Geht es hier runter, alles sehr realistisch, Sitzen sind echt schön geworden. Genau hier, vielleicht werden nicht wieder so sein musste, aber gut. Genau, hier unten eine Tasche zu und nichts Besonderes eigentlich, genau. Dann gehen wir mal da oben zum richtigen Seitensprunglift. Das ist der, daher kommt das alles. So, hier der richtige Seitensprunglift, natürlich auch der normale Seitensprunglift genommen, nicht irgendwas anderes. Ist hier an der Stelle auch relativ logisch. Genau, leider ja wieder kein Zugangskontrolle, also dann keine Ticketkontrolle. Ansonsten ist der Lift ganz gut gelungen, halt nur hier oben, ohne welche Sachen. Ah, ich fahr weiter, wow. Ja, gut, das finde ich so schlau, aber kann ja passieren. Also jetzt bei irgendwelchen Leuten, ja, du. Jetzt vielleicht nicht unbedingt bei mir oder so, aber es gibt da Leute. Was es, glaube ich, nicht gibt, ist. Hier ist noch ein weiterer Lift, das ist der Wildkopflift. Hier hat er wieder den Seitensprunglift genommen. Genau, ich denke, es ist auch ein älterer Lift hier. Deswegen hat er den genommen, passt trotzdem. Also hier wieder auch keine Ticketkontrolle, etwas schade. Dann gehen wir mal ganz nach hinten. Da ist nämlich der Weitental-Lift. Den können wir hinten gleich finden. Wo war er? Da. Das ist die Bergstation. Hier auch, der hat auch sehr schön die ganzen, dass man hier nicht weiterfährt, also die Absperrungen gemacht. Finde ich sehr schön, hat er leider nicht präpariert die Piste. Das ist vielleicht ein bisschen zu eng zwischen den Bäumen her, finde ich. Genau. Boah, ist laut hier. Weil die Schalten, der sieht halt ziemlich hässlich aus. Wahrscheinlich sieht es in Realität so aus, aber gut. Kann man nicht ändern, weiß noch nicht genau, was das hier soll. Okay. Genau, dann noch zum letzten Lift der Sonnenbahn. Die ist da hinten. Genau hier. Ist ein weiter 2er CLF aus dem Jahre 95. Die habe ich mir informiert. Shit, AGT Kugel drauf. Ah, die AGT Edition genommen. Ah, ja. Moinsen. Aber AGT Kugel. Merkst. Nein. Dann ist hier noch so ein Checker aus First Aid und ja, First Aid. Posten hier, keine Ahnung, auch ganz schön hier mit diesem Schutz hier. Und hier wurde auch, okay, hier jetzt gerade nicht, aber da oder auch, dass man die Sessel zulassen soll. Ja, genau, und ist das schön. Und hier geht dann runter. Ich fehle mir so ein bisschen die Softdinger hier, also die damit dann jemand liegen fährt, also doch, aber damit halt jemand da verletzt wird, so hart. Genau, und hier unten ist dann der Zugang, sozusagen, ist gut. Lustig, wenn hier direkt unter ist der See. Der ist so richtig unter der ganzen Map. Nein, hier ändert der, aber hier ist er natürlich unter. Wow, aber gut. Das sieht man ja normalerweise auch gar nicht. Genau, dann schließt sich der Kreis. Ich weiß nicht ganz genau, was das hier ist. Ja, moin. Ja, kommen wir zum Dorf erstmal. Ich finde das Dorf etwas nicht ganz gut, also nicht so gut gelungen. Man hat gemerkt, er hat echt seinen Fokus auf die Seilbahn gelegt und auch das Terrain. Der ist halt nicht so wirklich gelungen, jetzt ist nicht mehr eine richtige Straße, jetzt ein bisschen, ja, nicht ganz so aus und sieht halt immer nicht realistisch wie ein Dorf, eher so, und dann der geräute Häuser an der Hauptstraße, also nichts Besonderes, sieht auch nicht besonders schön aus, wenn ich auf der Karte schaue, sieht das auch da nicht so aus, also es ist vor allem hier hinten, sehe so eine richtige Wohngegend, so, allen möglichen Straßen noch. Natürlich mehr Aufwand, aber das passt trotzdem. Es wurde immer mehr auf die Seilbahn gelegt. Weil ich stark sehen muss, ist an den Pisten. Es fehlt jegliche Beschreibung der Pisten. Also das wird komplett. Ist die V1 übrigens. Ja, das ist, finde ich, echt schade. Aber ja, ansonsten ist die Map eigentlich ziemlich gelungen. Also ich finde sie ziemlich, ziemlich nice, was die Seilbahn angeht. Ist sehr, sehr realistisch. Leider fehlen halt die Pisten. Und ansonsten vielleicht Kleinigkeiten oder die kleinen, also Pistenbenummerierungen, oder? Die Kleinigkeiten fehlen dazu, sowas wie Hütten und so weiter, die angetragen sind. Das ist sehr schade, aber ansonsten ist die Map eigentlich ziemlich gut und ich kann sie nur weiterempfehlen, wenn ihr auch mal auf der Tour spielen wollt. Es gibt da bestimmt einige, die da öfter mal Urlaub machen unter euch und wenn ihr auch mal so spielen wollt, wirtschaftlich, dann ist es bestimmt auch was interessant. Und ja, das war's eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr mehr von sehen wollt, abonniert diesen Kanal doch und drückt die Glocke und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!